In dem heutigen Video werden wir wieder versuchen, den Draft-Weltrekord zu knacken. Ja, wahrscheinlich. Letztes Mal lief es gar nicht gut. Also Leute, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr das feiert mit diesen Drafts. Und wir haben natürlich wieder einen Kommentar des Tages, diesmal von TheKarGuy_17. Er sagt, feier dich und deine Videos, mach weiter so und knackst dieses Jahr noch die 1 Million Abonnenten. Bruder, 1 Million, schwierig dieses Jahr noch. Aber danke für deinen netten Kommentar. Und wenn du nächstes Mal der Kommentar des Tages sein willst, dann lass jetzt auf jeden Fall einfach einen coolen, netten oder lustigen Kommentar da und eventuell such ich dich aus. Ihr wollt euch auch diese ganzen krassen und teuren EM-Karten kaufen, aber euch fehlen die Münzen, dann hört jetzt genau zu. Bei meinem Partner Lootbar gibt es zurzeit die günstigsten, besten und auch sichersten FC24-Coins. Und der Chat-Support ist sogar 24/7 verfügbar. Über den Link in der Beschreibung spart ihr außerdem noch 8%, gebt einfach dafür den Code JANK ein und dann habt ihr eventuell am Ende auch genug Coins wie ich, um euch einen Rivaldo für 9,5 Millionen Coins zu kaufen. Und das Coolste daran ist, Lootbar wird zu FC25 auch am Start sein mit den besten und günstigsten Coins. Es ist absolut sicher, also gönnt euch erst Link in der Beschreibung, Code Jank, 8% Rabatt. So, genug gelagert, genug geschnackt. Ich gehe direkt mit einem Draft-Token ins erste Draft und wir haben 4-Triple-2 und die soll gut sein mit 2 Stürmer, mit 2 ZOMs und es geht eigentlich gut los. Ich gehe sogar mit Ori, weil ich Hoffnung habe auf einen besseren Zidane. 95 Smith. Okafor wäre vielleicht sogar nochmal der bessere gewesen, weil er direkt auf Full Cam wäre. Rivaldo, ja, ist okay. Erster ZDM. Boah, das ist gar nicht gut. Ich gehe mit Kanté. Rechts jetzt eventuell so eine Abili oder so wenigstens. Oberdorf, die kann sogar IV. Damit ist es eigentlich gar kein so schlechter Pick. Und jetzt eventuell der Zidane, auf den ich gepokert habe. Oder auch der Rui Costa. Weil Bergkamp gibt es in besseren Versionen. Ne, meine Freunde, den gibt es in besseren Versionen. Deswegen gehen wir hier nicht mit dem Bergkamp. Das kann man skippen. Ihr hasst es, wenn ich skippe. Aber bei solchen Animationen kann man eigentlich direkt skippen. Muslera ist auch mit dabei von der Partie. Und der letzte IV. Also ich bin nicht so überzeugt von dem Team. Kukurea hat jetzt noch ein bisschen was rausgeholt, aber 92 Rating, gar nicht gut, ne? Gar nicht gut. Oh mein Gott, was ist das für eine Auswahl? Olise bei Bayern als Non-Rap, Pulisic, Cruyff und Sant Maximin. So, passt. Smith erstmal raus für die Chemie, das ist top. Weiter geht's genauso weiter. Genauso weitermachen. So, Puyol schon mal, ist auch stark. Damit sind wir schon mal bei der 93. Es fehlt noch einiges hier zum besten Draft. Oh, Ricken. Die Maria, ich muss hier mit Ricken gehen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. ZDMs, ZOMs. Ja, Drogba brauchen wir jetzt eigentlich eher weniger. Wobei, ein kleines, aber feines Upgrade nehmen wir hier mit. Eieieieieieiei, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es wird immer schlechter. 92 Salah für Messi de Pero können wir mitnehmen. Ist sogar wieder ein kleines, aber feines Upgrade hier vorne. Aber das ist gar nicht gut wieder. Warum sind die Drafts so schlecht geworden? Warte mal hier. Zelem oder wie sie heißt. Zelem, Zelem. Komm, 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 komm. Nochmal einen richtigen Kracher. Ja, Digga. Geil. ZOM 98. Das finde ich geil. Wobei, gegen Drogba sogar nochmal am besten. Oh, 94 Rating dank dem. Und jetzt nochmal einen richtigen Kracher an der IV. Das wäre richtig nice. Cafu. Nicht mal damit hätten wir Full Cam. Und der letzte ist sogar nochmal, wow, der letzte ist nochmal richtig strong. Let's go. Theo nehmen wir mit. What? Okay, Theo kann auf jeden Fall nicht rein, außer wir kriegen hier vielleicht nochmal einen Schmeichel oder so. Ja, der falsche Schmeichel war es. Oh mein Gott. Puyol muss wieder rein, sonst kommen wir hier gar nicht auf Chemie. Ja, also mehr muss ich hier auch nicht versuchen. Wir kommen original wieder auf die 127. Wieder mal. Aber wir kriegen die türkischen Manager und die reichen uns nicht. Die reichen uns einfach nicht für Muslera. Aber gut, okay, 94 Rating. Erstes Draft sah nicht so verkehrt aus. Wir haben zu viele Draft-Token und der nächste wird geöffnet. Ah, wieder 4-Triple-2. Kann ich das heute tanken mit der 4-Triple-2? Ich muss es tanken, ne? Ich muss es tanken. Komm, Netfett. Geht auf die LV. Ich weiß nicht, was er da zu suchen hat. Geh auf die Bank, du Knecht. Aber okay, Dele Alli. Den habe ich mir schon immer gewünscht im Draft. Vor allem, wenn es um den Weltrekord geht. Wahrscheinlich Weltrekord im Karriere verkacken. 97 Valverde. Jetzt habe ich ihn wieder geskippt und ich werde wieder die Hate-Kommentare kastieren. Ich sehe es schon kommen, aber 98er Lo Celso wurde nicht geskippt. Und der ist sehr strong. Oh, okay, Gyökeres. Aber ich gehe, glaube ich, sogar für Rodrigo. Ich muss für Rodrigo gehen. Wegen dem Valverde-Link. Der bringt zwar nicht so viel, aber ich muss dafür gehen. Und Pelé, let's go. Schlecht sieht es nicht aus. Ohoho, vorher kommt Bastoni da, Bruder. Hier mal so ein 99er Frempong. Okay, 97er Walker nehme ich auch gerne. Bro, vom Rating her in der Startelf sieht es geistkrank aus, ne? Okay, hier Tar. Können wir nicht mehr als Tots bekommen, ist aber nicht so schlimm. Ika Casillas, legitim. Legitim ist Draft, 94 Rating. Ein paar Positionen ausbessern und das Ding ist gegessen. Oh, Cantona. Können wir aber machen. Pelé auf ZOM und dann läuft das Ding. Komm, weiter so. Das ist perfekt.
Es ist gerade nahezu perfekt. Noch nicht die 95 Rating. Aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Cafu wird erster mitgenommen. Dann können wir das hier machen und zack, 95 Rating. Okay, jetzt geht's mal in die richtige Richtung. Maldini auch noch mit dabei. Können wir nicht? Doch, können wir sogar benutzen. Zack. Und damit ist die Chemie voll. Wir brauchen jetzt ein ZDM. Bro, jetzt ein ZDM und wir sind durch. Oh, 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 was läuft denn hier heute? Ugarte 94 hat sogar den Link mit Valverde. Zack. Und damit sind wir schon auf 128. Jetzt muss es nur noch das Rating erhalten, ne? Oh, let's go. 96 Matthäus, Bruder. Geil. Einfach nur geil. Okay, okay, okay. Wir sind aber noch lange nicht durch hier. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Rating. Okay. Ich wollte ein bisschen mehr Rating. Ich kriege einen Kräuf und wir sind auf 96 Bewertung. Was passiert denn jetzt hier? Was passiert denn jetzt hier? Auf einmal sind wir auf 96 Bewertung. Komm, weiter so. Weiter so. Weiter so. Let's go. Der war ja so wichtig. Und zack, wird sogar eingebaut. Komm, 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 komm. 94 Özcan. Ich werde wieder am letzten brechen. Ich werde wieder am letzten brechen. 95 dann so. Ich werde wieder so am letzten brechen. 92 und damit wurden wir gebrochen. Oh mein Gott. Wie kann man denn wieder am vorletzten gebrochen werden, Bro? Ich kann das nicht mehr glauben. Ich möchte das nicht mehr glauben. Ich kann es nicht mehr glauben. Wir waren wieder so kurz davor, diese 129 zu knacken heute. Ah, Nuno Mendes. Es hat ein Spieler gefehlt. Ich sag, dieser Nuno Mendes, wenn das eine 96 wäre, dann wären wir durch. Und der hier vielleicht nochmal eine 93. Also, Bro, wir waren wirklich knapp dran. Das war mal ein geiles Draft, Bro. Und der 4 Triple 2. Bro, was für Spieler. Cruyff, Pelé. 98, 96, 97, 97, 97. Geisteskrankes Draft. Geil. So kann es gerne weitergehen. Sag ehrlich, die Drafts gefallen mir gerade. Die Drafts gefallen mir. Und deswegen nehme ich weiter diese coolen Formationen. 4, 5, 1. Ja, nee, 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 nee. Da gehe ich mir lieber mit Lewandowski. Ronaldinho kann hier nicht als Base-Icon mitgenommen werden. Shearer schon eher. Ja, gibt keine bessere Version gefühlt von dem 98 De Bruyne. Ich frage mich, woher die dann immer kommen. Die wollen, dass ihr mich in den Kommentaren hatet, ne? Eriksen. Jetzt hier Ronaldinho. 98 Ronaldinho. Ja, okay. Beasley auch okay. Komplett okay. Rechte Seite dann hier Steffen. Auch legitim. Jetzt mal so 99er Frimpong oder 97 Navas. Finde ich auch super. Der kann sogar RM theoretisch. Das ist eigentlich ganz schön geil. Na, Shenwang, LV. Jetzt die beiden IVs müssen nochmal richtig krass werden. 95 Oliveira im Tor Schmeichel. Man kennt ihn nicht anders. Tschech, ja? Tschech, legitim. Und jetzt nochmal so ein Ruben Dias oder so, wäre auch sexy. Okay, Vivian. Der hat eben nicht Fullcam bekommen. Jetzt ist er wenigstens Fullcam. Erster Spieler, Reservebank. Oh, Bruder, der kann sogar in der Theorie ZOM, nee, ZM und IV. Also er könnte sogar noch in die IV reinsteigen, wenn wir einen coolen ZM bekommen. Weiter so, weiter so, weiter so. Okay, ich glaube, ich muss dann hier sogar erstmal, ich muss erstmal Maldini mitnehmen, weil der hat gar keine Chemie, der Mann. Der hat gar keine Chemie. Jairzinho, ja, auch nicht so geil, aber immerhin Chemie. Guter Chemieboost. Weiter so, bitte. Messi, ja, komm. Das ist schon mal stark. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Aber ich brauche mehr Icons für Messi oder so ein Jordi Alba oder so. Ricken ist das, okay? Ja, kann man erstmal mitnehmen. Ich glaube, wir machen es dann erstmal so, damit Messi da kein Defizit bekommt wieder. Passt erstmal so. Komm schon, Bro. Puskas, Di Maria. Ich glaube, wir gehen sogar auf Di Maria für den direkten Messi-Link. Das müsste passen. Ja, Digga, so smart. So wichtig, Bro. Okay, den können wir leider nicht einbauen, den Oliveira. Aber wir sind trotzdem auf 95 Rating. Also schlecht ist das Ganze hier nicht. Schlecht ist das Ganze hier nicht. Patrick Guerrero, 94. Ja, pass auf. Ist okay. Ich glaube, wir werden wieder droppen jetzt. Ich glaube, wir sind wieder jetzt am Droppen. Ja, es ist so klar immer, EA. Es ist so scheiße klar. 94. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Komm schon. Okay. Okay, ich nehme es mit. Jetzt noch ein Schmeichel. Das war ja klar. Alter, und wir sind nicht mal gedroppt. Und genauso haben wir auch Fullcam. Ja, passt. Leider. Also, wir haben wieder, glaube ich, gekratzt an der 96 Rating, weil wir sind nicht mal gedroppt am Schluss. Alter, wieder was ein Draft. Eine 98 De Bruyne sogar auf der Bank. Das ist heavy. Das ist sehr heavy. Muss aber auf die Bank. Wir kriegen ihn nicht gelingt. 99 Frimpong. 97 Batier nochmal bekommen. Die Bank sieht einfach geistes aus. 128 Nummer 2 in 4 Drafts oder so. Also es läuft. Eieiei. Ich riskiere es wieder mit der 4-3-2-1. Bruder, es kann nur besser werden nach dem Draft von eben. Papin als Stürmer ist schon mal sehr geil. MS Cruyff oder so mal wieder nicht der 95er. Wirklich kann ich mehr, ne? Mit diesem scheiß EA für der scheiß Firma ohne Witz. Jedes Mal diesen Kack 95er anzudrehen. Ich nehme ihn nicht mit, ihr, egal wie oft ihr mir ihn auch noch geben wollt. Wieder direkt zwei Non-Rares mit Cantona 90. Das läuft auf jeden Fall schon mal wieder in die falsche Richtung. Abili 94 und Fratesi. Okay, das ist erstmal in Ordnung. Hier nehme ich natürlich wieder den geskippten Guardiol mit. Top. Navas ist stark. Navas ist stark. Dagegen kann ich gar nichts sagen. Navas ist super stark. Hier bitte Schmeichel. Bitte, bitte, bitte. Okay, Sommer nehme ich auch mit. Theo Hernandez wäre mal richtig geil hier, ne? Kukureya auch gut.
Der kann ja sogar IV, das ist das Geile bei Cucurella. Wir brauchen ihn aber gar nicht in der IV. Carlos Alberto, guten Morgen. Guten Morgen, jetzt schon 127. Alter, das Draft Stand jetzt sieht gut aus. Stand jetzt sieht es gut aus. Aber wir brauchen noch einen Mittelstürmer und einen ZM. Mindestens. Mindestens, meine Damen und Herren. Abwehr steht. Abwehr kann man gar nichts mehr rütteln und schütteln. Okay, wir können doch noch was rütteln und schütteln. Und zwar Militão rein. Passt. Ich sag ehrlich, Kramaric da vorne, der braucht eh keine Chemie. Der geht gleich wieder raus. Okay, Ronaldinho 98. Kann man hier zwar gar nicht viel verwenden, aber ist okay. Passt. Ich brauche einen Mittelstürmer, ganz dringend. Dempsey, bitte kein MS. Nein, er kann kein MS. Holy shit. Ich brauche auch einen ZM. Ich brauche einen ZM und einen MS. Hilfe, yay. Bitte hilf mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Erstmal Jota rein. So. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist zwar echt schlecht, aber es ist okay. Wenigstens was Besseres als eine 80er Goldkarte. Und jetzt ein Sico. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist okay. Also es ist nicht gut, aber es ist besser als nichts. Komm schon, Bro. Nochmal einen richtig fetten ZM. Das wäre richtig geil, Reikart. Und jetzt können wir auch Sico und MS packen. Dann haben wir schon mal die volle Chemie. Dann packen wir den Mann rüber und eventuell kommen wir auf 96. Ne, kommen wir nicht. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Wir kriegen jetzt nochmal dicke Innenverteidiger oder was? 94er Nash & Wang. Jetzt sagt mir nicht, wir kommen wieder gleich runter auf die 94, aber ne, kommen wir gar nicht, weil wir hier einfach einen fetten, aber richtig geilen Grimaldo kriegen. Wenn jetzt ein Schmeichel kommt, sage ich, kommen wir auf 196. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Geiles Draft. Ronaldinho, Dempsey. Ging leider nicht die Einzelbahn. Was soll ich machen? Unser schlechtester Verteidiger hat eine 95. Cantona hat's verkackt. Ne? Wir hätten da einfach den Cruyff mitnehmen müssen. Ich glaube, wir hätten da einfach den Cruyff mitnehmen müssen und dann hätten wir es eventuell sogar in die richtige Richtung geschafft. Ah, sehr schade wieder. 128, richtig krass mit Carlos Alberto Militão. Tau in der IV, Grimaldo, Papin, Jesus Navas. Geisteskrankes Draft, aber geisteskrank. Letztes Draft, bitte. Eine gute Forma und ich sag ehrlich, wir gehen mit der 421. Ich muss es euch nochmal zeigen, wie gut die ist. Scheiße, ist das schlecht. Heilige Scheiße, es geht nicht schlechter, ne? Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Wie kann man denn wieder mit... Bro, bitte. Also, es ist doch wirklich jetzt auch mal genug mit den schlechten Positionen, mit den schlechten Karten. Was passiert denn hier gerade die ganze Zeit? Hä? Ich kriege keine guten Karten mehr. Danke, 97 Messi, aber der ist halt gar nicht linkbar. 96 Pelé, top. Und jetzt nochmal ein 98er Cruyff, bitte. Bro, also Real Talk, das ist wild. Ich kriege so schlechte Karten, ne? Das ist wirklich wild. Auch eine Renard 95 reißt dann nichts mehr raus. Auch ein 93er Carlos leider nicht. Also wirklich, das ist krass, was ich für schlechte Karten hier bekommen, ne? 94 Herbs, cool. Oh mein Gott, die Bank muss ganz krass werden. Die Bank muss ganz krass werden. Das ist richtig bodenlos. Bro, bitte. 19 Chemie. Ey, diese Drafts werden immer wilder. 95. Ich nehme sogar den mit. Ja. Den nehme ich mit. Geisteskrank. Ich nehme ihn mit. Ich brauche einen ZM. Prolet möchte ich aber nicht mitnehmen als 91er. Lieber den Mann hier. Schöne 96 ins ZM knallen. Alter, ich habe immer noch viel zu wenig Chemie, ne? Jairzinho oder Kronkowski oder Schlotterbeck. Komm, wir machen es mal mit Jairzinho. Messi muss erstmal raus, weil die Chemie, die er wegnimmt, ist geisteskrank. Nächste Position, Smith 95, machen wir. Habe ich geskippt, mein Fehler, sorry. Aber passt, Alter, 97, ja, Alter, Deutsch. 97er Benze, auch geisteskrank. Ich habe hohes Rating wegen meinen Bankspielern auch, ne? Also das Draft ist gar nicht mal so verkehrt, Stand jetzt. Warte mal, Fergus muss aber rein. Fergus muss rein und PP muss unbedingt raus. Der muss unbedingt raus. Aber ich kriege ihn gerade noch nicht raus. Eventuell jetzt. Ich brauche einen guten IV. Wirklich einen guten IV. Das kann nicht sein. Wie kriege ich denn keinen guten IV? Immer wenn ich es brauche. Oh doch, Munoz. Oh, Munoz ist da. Aber er gibt minus Chemie. Komm schon, Schmeichel irgendwie. Dann halt nicht. Oh, das ist hart. Das ist nicht mal Fullcam. Warte mal. Kriegen wir Herbs in Englischen wenigstens? Ja, okay, passt. Das war ein ganz okayes Abschlussdraft. Ich glaube, damit können wir uns zufrieden geben. Benzema, Messi, Parky, Song, Jairzinho, Pelé, was wir auch alles bekommen haben. 127. Wir hatten gute Drafts zwischendrin. Ich glaube, wir haben dreimal oder so 128 kurz vor 129 gebaut. Deswegen bin ich zufrieden. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir müssen uns langsam an die 130 pushen. Also, es reicht. Nächstes Mal ist es soweit.